Ah, sehr gute Instanz. Damit herzlich willkommen zur nächsten Instanz. Schreien des Sturms sind wir auf Mythisch. Allerdings bin ich diesmal nicht der Tank, sondern mein Kollege hier. Und ja, Bosserklärung folgen dann wieder. Wie immer, ihr kennt's ja. Viel Spaß. Was ist denn hier unten los? Läuft. Keiner ist da. Keiner mag mich. So ist das nun mal. Man konnte den auch nicht erbrechen. War ich betäubt. Musst du dich mit abfinden. Der Templer muss sowieso zuerst sterben. Jetzt, den konnte man unterbrechen. Moment, ich muss mal kurz gucken, wie ich nochmal unterbrechen kann. Ich kann nur noch picken. Du hast dieses Brain Freeze, oder wie das heißt. Ich hab den schon lange nicht mehr gespielt. Wenn der tot ist, können wir auch die anderen umhauen. Wenn der mal stirbt. Das ist doch schön. Guck, schnell ja, die umfallen. Die anderen zwei vollfassen. Da oben steht noch der Magier und der Rest ist hier. Okay. Hat nur keinen Schaden gemacht eigentlich. Dämonenjäger. Na? Ach so. Mal hier rüberkommen hier, der. Plus zwei. Nein. Als ob wir das plus 2 machen mit dem Item-Level. Ganz ehrlich, wenn die Leute es nicht gebacken kriegen, die Beschreibung zu lesen. Beware. Da ist plus das mir egal. 2, also. 2 machen würden, wir hatten das gesagt. Ich hab. Godofi. Ich hab, weder. Irgendwas in die Beschreibung geschrieben, noch habe ich nach einem mythischen Schlüsselstein-Dungeon gesucht. Es war als ganz normaler mythischer Instanz angemeldet. Und da ist er weg. Kann man den melden? Report for Cheating. Kann man den eigentlich kleine aber auch noch Pussy. Spiritualisten hier, den kriegen wir noch down, ohne Heiler. Ja, ich muss aber gerade erstmal hier, Mythic, Shrine of the Storm. Das weiß ich schon, aber ich krieg ihn auch selber down. Das wird jetzt so schwer, ey. Selig. Also ein. Wenn man zu doof zum Lesen ist, sorry, da habe ich gar kein Mitleid mit. Absolut null. Ich muss dran denken, dass ich nicht der Tank bin. Oh, guck mal da. Ich geh wieder raus. Ja, wir reden doch gar nicht mit dem Magier. Wenigstens das Kanal. Ach ja, ach ja. Ach komm, der kann doch mal hier anmelden. Aber das war so. Oh Mann. Na gut. Ja gut, die sind eh zu zweit. Wir müssen nicht. Wir werden. Na gut. Ja. Weiß, ob die Modus anhaben oder nicht. Die haben alle Modus an. Haben sie? Ja. Oh jo. Aber soll das auch nicht helfen. So, und hier seht ihr mal, wie das so üblicherweise abläuft, nicht. Wenn die Leute nicht die Beschreibung lesen können. Aber schreiben tut es. Ja, vielleicht hat er dann Makro. Vielleicht kann er genau nur das, weißt du? So wie Leute sagen, ich nix Deutsch. Nur halt in. Hätte er es schreiben können, ich nix Deutsch. Vielleicht hat er das in Deutsch übersetzt. Ich weiß es. Server Drakatul.
Draktul. Sagt mir jetzt nicht, ob das ein deutscher Server ist. Ganz ehrlich. Warum habe ich nur 46 Frames? Warte mal. Warum sind hier so viele Paladine unterwegs? Weil, das sind nur zwei. Aber Paladin ist nun mal die beste Klasse der ganzen Welt. Und das meine ich ernst. Abholen, weil zwei Tempeldienste werde ich ja noch down kriegen. Hä? Ist er doch. Warum alle diesen hässlichen Grabstein an? Zieh die mal hier rüber. Sonst kommt der Große. Oh ja, really? Jetzt komm hier hoch. Beware. Was ist los mit dir? Warum ist meine Inquisition hier dann? Templer, wer ist doch gar kein Templer? Templer ist da unten. Ich weiß nicht, von welchem Templer du redest. Hä? Ich weiß ja nicht, was du redest. Du hast doch gesagt, zieh den mal runter, sonst kommt der Templer. Nein, sonst kommt der Große da hinten, der Elementar. Achso. Fuck. Und der, das ist derjenige, der uns nach oben schießt, wo wir dann so auf den Boden knallen. Das muss jetzt nicht unbedingt. Habe ich irgendwas verpasst oder was mit meinem Schaden nicht in Ordnung gerade? Hä? Ich hoffe, das gerade überhaupt nicht. Wakro. So kenne ich das. Boah. Ja, genau das meine ich. Ach komm, ziehen wir mal hier ein bisschen was. Ja, ziehen wir mal ein paar CDs hier. Das ist mein Super CD, der hat nur 2 Minuten Abklingzeit. Das ist in Ordnung. Absolut nicht geübt als Vergelter. Kommt dieser Pisser auch noch, das muss ich den Hahn ziehen. Ja, vielleicht wird er überhaupt nicht gekommen. So nah, wie wir dran waren. Ja, oh Mann. Was geht dafür? Oh, umhauen, umhauen. Kind, Schreckler. Kind, was machst du? Oh, wurde umgehauen. Beware. Wer wurde umgehauen? Paladin. Hä? War betäubt. Ach jo. Spiritualisten sind es, ja, die gekickt werden müssen. Vor allem du kannst es mehrmals machen. Kann die einmal ranziehen und sowas, ja. Kannst sie ranziehen, du kannst die ersticken lassen. Beware. Kannst alles machen. Da ist er. Ja. Was ist los? Du hast ein CD gezündet. Ja, jetzt habe ich den. Weil er unterbrechen werden sollte, hat aber schon jemand unterbrochen. Was hast du denn für ein CD gezündet? Kein CD, einfach nur. Hä? Ich hab den Du hast einfach nur einen Failkick gemacht, meinst du? Ja. Ja gut, das ist aber. Pippifurz. How dare you summon this holy place with your presence. I call upon the surging waters. Arise and wipe out these. 5 Sekunden ist mein Kampfrausch, wollte schon sagen. Meine zornige Vergeltung. Mein Wrath. Sphinx. Ach ja. Ach ja, wegen dem Boss. Hier macht der Surging Rush, also der hat ein paar sehr einfache Fähigkeiten. Surging Rush, da muss man aus dem Weg gehen. Da charge da irgendwo hin, dann hat er Grass von the Dingsbongs. Das ist hier Grass. Wie ist es? Grabs from the Deeps. Da sperrt er einen ein, der kann sich aber auch selbst rausholen wieder. Also das geht schon. Dann macht er hier Undertow, da drückt er einen so ein bisschen weg. Choking Brine. Ist das hier dieses, was man sieht. Das ist, also wie seht ihr einen an und macht um diesen Charakter herum ein paar Flächen. Jetzt charge er wieder und na, ich schaff's noch. Und ich glaube, da wurde gerade der Dämonjäger runtergeschossen. Ja. Jetzt bin ich wieder gerootet. Dann hat er noch eine Fähigkeit, die macht er jetzt gerade, wo er sich aufteilt. Die Einzelnen können auch charge. Da muss man aufpassen, dass man hier nicht runterfliegt. So wie der eine Kollege eben. Das ist im Prinzip schon der ganze Boss. Also,
ja, das war's schon. Ist gerade der Dämoniker runtergekickt worden? Schaut so aus, ja. Also, ich meine, Movement hin und her, gell, aber als Dämoniker irgendwo runterzufallen, ist schon peinlich ein bisschen. Warum ist jetzt der Heiler tot? Weiß ich nicht. Aber was? Kann auch nicht wieder bewegen. Sind die jetzt alle runtergefallen, oder was? Nein, die sind alle gestorben. Die liegen hier oben alle. Kann ich nicht wiederbeleben. Ich mich nicht. Oh! Schaffen wir das? Kann ich nicht wiederbeleben, weil er ist aus der Reichweite. Der, hier, der Heiler, der liegt hier vorne, hier. Komm her. Hä? Das ist überhaupt kein Vibe. Kein Vibe. Soll ich mich nicht so anstellen? Ich hab noch gerade erst angefangen. Nein! Vibe sieht anders aus. Easy. Karting, ich halte das aus. Wir haben zwei Paladine dabei, hallo? Ach, wir haben, einen Heiler, einen DD und einen Tank. Mehr brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, warum sind auf einmal alle gestorben? Also einer wurde runtergekickt. Einer liegt hier, hier im Dreck, genau hier. Und der Heiler lebt jetzt wieder. Ja, den habe ich wieder gelebt. Ja. Kam, erst hatte ich nicht genug, ich muss ja immer diese 50 Runen machen oder so, hatte ich nicht gehabt, deswegen konnte ich nicht wiederbeleben. Dann habe ich gedacht, er wäre außer Reichweite. Nee. Hier, so wird das gemacht. Guck, nix Vibe hier. Krieg auch noch mal. Nix Vibe. Ja, genau, das Ding habe ich auch in. Schapocke. Drama-Kill. Drama-Kill, Mann, das war easy going. Den habe ich in Warforged, den du da hast. Boah, der Ring ist. Boah, der Ring ist gut. 9% wäre der. Wäre der besser. Was sind hier meine Muschel? Vielleicht gibt er einen ab, vielleicht nicht. Wer weiß. Dann walte deines Amtes und. Pool! Der Hansi. Hanisek heißt er. Komm, alle ran jetzt hier, alle ran. Oh Gott, was machst du schon wieder? Alle ran. Jetzt müsst ihr mal alle ran jetzt. Bomben! Dann ist eine Bombe. So, raus aus der Rune hier, komm raus aus der Rune hier. Eine kann ich nicht den rausziehen. Keiner von denen ist nur der hier. Konnte nicht rausnehmen. Ja, wenn er gekickt wird. Jetzt stehe ich drin. Wird es nicht so schlimm, wenn man selber nicht drin steht, dann kriegt man halt keinen Buff, aber. Was gibt's denn da für eine Nummer? Weiß gar nicht. Ich glaube, 25% Tempo und Haste. Das ist schon mal was. Aber der steht jetzt auch drin. Ich meine, er kriegt nicht mehr, weniger Schaden, er macht halt nur mehr. Attacke! Silvere Mansi ist an, Mann. Attacke! Ah! Several Machi. Alle hier hoch, weil wir wollen noch die da hinten mitnehmen. Haben wir das? Ist das so, ja? Shit, man kann es nicht unterbrechen, what the fuck? Kann man doch nicht. Muss man kicken. Hey, du hast doch ersticken, das kannst doch einfach so kicken, ja, da rein. Da steht Dodge Attack. Ah, weil das Schild ist alles. Denke ich immer, das geht nicht. Meinst du vor dem Cast, vor der Castbar? Ja, ja. Ja, dann kannst du es auch nicht kicken. Ja, aber dann kann ich ihn ja trotzdem stunnen, oder nicht? Ja, das ist unabhängig davon. Du kannst nur die Fähigkeit, die er macht, nicht kicken. Und rein technisch gesehen kickst du die Fähigkeit dann nicht, sondern du stunst ihn. Und er beendet die Idee automatisch. Also. Ja. Kicken geht bei ihm am meisten. Verlaufen. Nichts laufen. Dann lauf, kleines Mädchen nach. So. Jetzt kommt ein Mob, richtig Schaden. Der wird. Man kann wieder hochheilen. Ja. Der hat schon viele Vibes verursacht. Kann ich. Jetzt nicht, also ich bin zwar selten bei dem gestorben, aber ich. Weil ich oft. Was heißt oft? Eigentlich meistens Tank bin. Und. Das Problem bei denen ist, der macht eine Attacke, die heißt Carving Flash oder sowas. Ja. Und. Ich bin mir nicht sicher, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, Fleischschnitzen oder irgend sowas. Er macht hier nur. Der castet gleich eine Rune hier. Reinforcing Ward. Das sieht man hier auf dem Bodenrad. Da muss er jetzt rausgezogen werden.
Und wir stehen da drin, denn wenn er das auf uns castet, macht das extrem Schaden. Und durch diese Rune bekommen wir 75% weniger. Und das ist absolut da. Der Heiler hat es gerade abgekriegt. Er hat hier Drittel abgezogen. Aber dennoch lebt er noch. Das ist die Hauptsache. Sonst wäre er definitiv tot gewesen. So, was passiert denn hier? Warum sind denn die anderen da angeschossen gekommen? Ja, aber irgendjemand hat drauf geschossen, während der weglief. Deswegen sind die anderen angeschossen gekommen. Man muss ihn einfach weglaufen lassen. Das macht sowas von keinen Schaden, wenn man hier drin steht. Ach ja. Du musst halt nur irgendwann sterben, gell? Das ist kein Templar, da, nee. Ich dachte grad. Ich sehe zumindest keinen Templar aktuell. Komm, ich tue nochmal eine zweite CD, weil... Wofür? Stirb noch, endlich! Endlich ist er tot! Komm, wir sind jetzt schon eine Viertelstunde in der Instanz, ja? Eine Viertelstunde! Wir sind noch nicht mal beim zweiten Boss! Das scheiße, will der Mana hacken oder nicht? Das ist so traurig. Ja, wenn er sich hinsetzt, ja, wenn nicht, dann... Gib ihm! Sie ein bisschen hier den Rahmen sprengen. Huch. Das kann ich leider nicht stunnen. Da musst du weglaufen. Wenn die groß werden, musst du weglaufen. Ich kann nicht so schnell weglaufen. Naja, theoretisch schon. Du musst halt nur. Du darfst nicht im Kreis um die herumlaufen, weil. Dann drehen die sich einfach nur um und hauen dich um. Achso. Wieder laufen. Und du siehst, dass der das castet, lauf einfach weg. Ja, ich krieg ja von DBM als lauf, kleines Mädchen, lauf. Das zeigt er bei mir gar nicht an. Ich hab die ganzen abfuckenden Dinge herausgestellt. Oder ich sehe die automatisch. Weil selbst wenn ich Tank bin, zeigt er mir viele Sachen nicht an. Okay. Irgendwann habe ich das mal ausgestellt. Die meisten Sachen sehe ich ja. Also. Das ist halt echt nur bei... Bodeneffekten, die schlecht zu sehen sind, oder... Beware. Wir haben noch nicht rausgefunden, was man hier mit der Fähigkeit machen soll, oder ob man die einfach aushält. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen einfach ertragen wie ein Mann, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, auch nicht. Nee, Sinn ergeben. Zieh die durch, oder? Ja. Jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Jetzt? Zu spät. Nein, jetzt hätten wir gezogen, weil die anderen waren noch nicht mal aufgemacht. Was ist denn das jetzt? Zwei Dämonen. Scheiß Dämonen. Immer dasselbe mit denen. Nix jetzt. Kann denn ja auch hier... Nein, das geht nicht. Okay. Das ist wieder abgeregt. Kannst sehen, wenn er groß wird, kannst du ihn ersticken lassen. Ja, es geht nicht. Oh, ist immun. Ja. Probier gerade. Kannst alle zusammenholen. Theoretisch auch die da oben schon, aber. Vielleicht erstmal nicht. Müssen ja auch irgendwie getötet werden. Gott, Eisenflanke schon wieder. Fuck you. Das macht der Boss übrigens auch, ja. Ah ja, das weiß ich. Das wollte ich nur mal sagen. Apropos Boss, meine Freunde. Wir haben ja einen Dual-Boss. Was macht denn der? Das sind im Prinzip zwei. Der Iron Null und Faye. Wichtigste hierbei ist, als DD, wenn eine Rune auf den Boden kommt, diese beiden, die hier... also diese türkise verringert den erlittenen Schaden, die weiße erhöht Haste. Da am besten immer reinstellen nach Möglichkeit. Jeder, der da drin steht, kriegt diesen Buff. Also wirklich jeder, auch der Boss. Dann an die Melees oder auch Rangers, die kicken können, hier die Faye immer kicken, denn macht Slicing Blast und das erhöht den erlittenen Naturschaden.
Und das ist, ja, das ist auf jeden Fall was, was gekickt werden muss, weil gerade wenn man schwächere Leute dabei hat, könnte es schon echt eng werden. Jetzt hat er hier wieder die Rune. Ich versuche jetzt hier drin zu stehen und den von dieser Seite aus zu kicken. Das klappt teilweise ganz gut. Allerdings, lieber, ich sag mal, ja, immer auf Nummer sicher gehen. Jetzt ist der Tank tot. Jetzt weiß ich nicht genau warum. Ich habe ihn gerade gemutet, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich kann ihn auch nicht wiederholen, weil ich keinen Battle Racer habe. Also, das war Faye. Also wir wipen jetzt mit Sicherheit. Ja, das war Faye, die muss gekickt werden und in die Ruhen reinstellen. Dieser hier, der große, der ist eigentlich nur für den Tank interessant. Und das ist derjenige, der getankt werden muss. Der Ironhull. Und im Prinzip, was der macht... was der macht, ist im Prinzip... Der macht einen Cleave vor sich. Den muss man halt aushalten. Man kann sich als Tank auch in die Rune reinstellen. Allerdings darf man den Boss da nicht reinziehen, weil der kriegt diesen Buff, wie gesagt, auch ab. Dann die gefährlichste Fähigkeit, die der hat, ist... ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Der wird groß und verfolgt den Tank. Der muss weglaufen, weil ich glaube, der erhöht sich irgendwie der verursachte körperliche Schaden um 200%, den er macht. Und das, ich meine, das kann man aushalten. Schwächere Tanks mit Sicherheit mit Cooldowns, ein bisschen höhere, auch ohne, wenn man das ordentlich, wenn man seine Mitigation ordentlich einsetzt. Aber man sollte weglaufen. Und das ist im Prinzip der ganze Kampf. Es müssen beide sterben, die haben keinen Lifepool, keinen geteilten. Und ja, das ist im Prinzip alles. Also, in die Ruhen reinstellen, alle außer die Bosse, Faye kicken und Ironhull weglaufen als Tank. Das ist alles im Prinzip. Gehen wir mal wieder zurück. So, warum sind wir denn hier gerade gewalt? Was war denn das? Ja, der ist groß geworden und ich kam nicht mal richtig weg. Du musst gucken, wenn er das macht. Jetzt zum Beispiel. Ja, aber guck mal, ich kann fast gar nichts. Ich komme da fast gar nicht weg. Der haut, guck mal, aus der Entfernung der haut. Was soll ich da machen? Ja, aber du siehst es ja, wenn er das macht. Ja, natürlich habe ich ja, aber siehst ja, wie schnell ich davon hinwegkomme und was aus einer Entfernung. Ja, aber sobald er das castet, hast du doch erstmal. Ich habe hier. Keiner hat das richtig schon wieder. Ich hab Akku von der alten. Warum hast du denn als Akku von der? Das kann doch nicht sein. Ich könnte auch auf den großen drauf gehen, dann zieh ich vielleicht nicht so schnell Akku. Okay, jetzt sehe ich zum Beispiel. Lauf ich ja, weg, aber der haut ja schon teilweise. Ja, aber du hast doch, sobald der das castet, hast du doch 3 Sekunden Zeit, wegzulaufen ungefähr. Und dann wird er erst groß. Soll ich ansagen, wenn er groß wird? Ja. Ich kann das machen. Ich sehe ja die Dings hier unten. Ich weiß ja, wenn er groß wird. Ich bin ja jetzt weggekommen, aber vorhin hat er mich. Keine Chance. Dann sind als die Winde im Weg, die mich dann noch zu dem stoßen. Ich komme als DK nicht weg. Wenn der so groß ist. Kann man den nicht irgendwie verlangsamen? Nein. Keiner braucht den verlangsamen. Das geht schon. Einmal hast du sowieso den unaufhaltsamen Tod und. Einmal, ja. Das mehr habe ich nicht. Und wenn er dann nochmal kommt, dann kann ich nicht nochmal. Du machst das mehrmals. Du musst, sobald der anfängt, das zu casten. Sobald man das sieht, musst du weglaufen. Sekunden Abklingzeit. Das. Nein, du musst so weglaufen. Der kommt dir nicht hinterher, wenn du direkt wegläufst. Muss mal gucken, was in dem Ding unten steht. Wie lange das geht, bis er das castet. Ich kann versuchen, das anzusagen. Ich bin draufgegangen, weil ich hatte Abstand bestimmt 20 Meter zu dem und der hat trotzdem mich getroffen. Ja, es ist weit. Trotzdem mit unhaltsamem Tod bin ich trotzdem nicht weggekommen. Es geht schon. Dann und das zweite Mal haben mich diese komischen Binde da, die da rumgeflogen sind. Da darf man logischerweise nicht ja, reingehen. Ja, aber es war ein ganzer Schwall aus denen vor mir. Wie soll ich das ausweichen? Soll das gehen? Ja, wenn während der andere WASD der vorzugsweise. Und dann wird noch nicht unterbrochen, dann castet die noch auf mich. Wir machen nichts falsch. Die eine muss halt unterbrochen werden und ich darf halt nicht in. Der darf mich halt nicht kriegen. Das ist wahr. Naja, ich kann einmal unterbrechen, das war's. Ja, ich auch, aber ich kann mich nicht gleichzeitig konzentrieren, die zu unterbrechen und vor den Typen wegzulaufen und noch von den Winden davon zu laufen. Das geht nicht. Wenn ich verfolgt werde, muss ich jemand anders gucken, dass es unterbricht.
Weil ich kann das ich einmal kann auch alle 15 Sekunden. 15 Sekunden machen. So, also Dämoniker macht den ersten Kick, ich mach den zweiten. Dann mache ich alle halt übrig bleiben. Hey, wir gucken mal. Okay. Probier's mal. Da, der wollte zuerst kicken. Wo bleibt er? Ja. Zwei Dinger durchgegangen. So ein bisschen. Eins ist durchgegangen. Oh fuck. Ich bin voll in den Cleave reingelaufen gerade. Ich kann mich nicht bewegen. Kann die leider nicht kicken. Leider nicht. Das haut halt schon rein, wenn die castet, so. Guck, jetzt bin ich zum Beispiel geslowt. Okay, der hat aufgehört. Geslowt wirst du dann, wenn er dich schon im Ding trifft. Vielleicht cleaved er wieder. Sobald der cleaved, musst du weg sein, weil dadurch verlangsamt er dich. Und das ist halt okay. Echt mies. Warte, ich schon wieder Aggro, jetzt so nervig steht da was. Ach jo. Ja, was, ach jo, ist das ja. Ich kenn das. Ich weiß, wie das bei mir am Anfang war. Wenn wir die alte tot haben, dann konzentriert er sich sowieso. Macht er sowieso nichts mehr. Ein Schaden. Stirb, Hexe! Komm schon. Ja. Jetzt gleich lief er wieder. Der ist sicher doch groß jetzt. Ich würde schon mal laufen. Ja. Das ist so ein bisschen. Du musst so ein bisschen Gefühl dazu entwickeln, wann der losläuft. Das ist. Vielleicht läuft er wieder groß. Wenn er den Cleave macht, läuft er kurz danach los eigentlich. Meistens. Der ist aber halt sau schnell auch. Ich glaube, so noch der Cleave von davor. Jetzt macht er den nächsten gleich. Und dann läuft er los, mit Sicherheit. Ja, jetzt läuft er. Also es scheint immer der zweite Cleave zu sein. Der macht einen Cleave, wird groß. Jetzt wird er gleich wieder klein. Jetzt kommt noch ein Cleave. Jetzt kommt die Rune. Dann kommt ein Cleave. Und nach dem nächsten Cleave, den er macht, der steht in der Rune dran. Jetzt nicht mehr. Jetzt kommt in 8 Sekunden wieder ein Cleave und dann wird er wieder groß. Hat auch irgendwie benutzt keiner die Runen, gell? Ich stehe da immer drin. Ich meine, ich habe volle Leben. Der Magier scheinbar nicht. Damage taken stehe ich auf vorletzter Dings. Geht, es geht, es erfordert ja alles ein bisschen. Ja, zwar, aber kritisch. Ist jetzt schon das zweite Teil, was du bekommst, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche, ich eigentlich nicht. Zerstörst halt, ne? Gib ein bisschen Erze. Der Boss ist am Abfacken, die anderen. Keiner holt ihn wieder, weißt du? Ja, ich kann ihn nicht wiederholen. Ja, der Heiler wenigstens. Kein Bock. Der Heiler läuft einfach weiter. Ich mach's schon. Jetzt. Mach die linke Seite. Die linke, warum? Ja, wegen der Abkürzung. Aber sonst komplett noch einmal, weißt du? Ist besser. Beware. Interrupt. Ich hab meinen Interrupt schon gemacht. Kann ich nochmal stunnen? Ne, geht auch nicht. Muss leider warten, bis das Ding fertig ist. Ja, das macht schon einen bösen Schaden. Macht einen bösen Schaden, ja. Das ist richtig. Macht es ja auch sofort wieder, gell? Natürlich, der castet das die ganze Zeit. Man kann nicht alle verhindern. Man muss halt gucken, welche man kickt. Also so viele wie möglich im Prinzip. Stirb. Guck, jetzt hat er mit seiner Energie hier das Ding aufgefüllt.
weiß nicht, ob der Mana, der Hölle Mana braucht. Ich nehme gerade mal hier das Loot. Nein, aber nicht, weil er rührt sich ja nicht. Ah ja, dann. Alles Programm. Kann nicht stunnen? Nee, scheiße. Nee. Ja, naja, dann muss er einfach gefokust werden, ne? Da muss er einfach umgefokust werden. Das ist. Void zieht und es ausläuft. Einmal kann ich auf jeden Fall jetzt. Den nächsten kann ich auf jeden Fall nicht kicken. Gar nicht. Der Heiler. Kicken kann, ne? Ja, ein Magier, Dämonenjäger, noch ein Paladin dabei. Also, das geht schon. Beware. Das ist nicht das Problem. Zumindest sollte es kein Problem sein. Beware. Beware. Jetzt kommt gleich. Ja, jetzt kommt die Brücke. Ich mag die Brücke nicht. Die Tentakeln kann man kicken. Ja, den hab ich gekickt. Das geht. Und hier hinten bis die Tentakeln kaputt. Ach ja. Hier gibt's Trash-Loot? Was ist überhaupt das da hinten in der Ecke? Hier das, was ist das? Hm. Da macht ja gar nichts. Was ist denn das? Vicious Ink. Bin unterwegs. Du musst dich in die Mitte von den Tentakeln stellen. Weil, wenn die, wenn da nicht direkt einer dran steht, dann machen die so einen AE-Effekt. Das macht's. Lächerlich hohen Schaden. Also, wenn der Heiler dann nicht ordentlich Gas gibt, dann. Ja, ich hol mich mal raus. Aber jetzt machen die einfach gar nichts. Die stehen nur da und gucken. Ich kann den mentalen Angriff ausweichen, aber ich kann ihn noch nicht ausweichen. Ja, warum nicht? Naja, weil ich ja zwischen den Tentakeln stecken muss. Naja. Wenn einer gestunt wird, gut, aber. Sollten halt nicht alle gestunt werden. Ich würde sagen, wir warten auf die linke Gruppe. Oder auch nicht. Die Magier blinzeln sich halt voll rein. Das wird sowas von ein Doppelpull, das kannst du garantieren. Okay. Okay. Ja, ja, dann kannst du direkt. So. Dann nimm direkt alle. Dann seh ich. Der hat sich fett reingeblinzt. Was zur Hölle war das, Mann? Das muss doch nicht sein. Was hab ich denn jetzt gedrückt? Oh. Blazing of Freedom. Ich glaube ich nicht von allen die Aggro so schnell, das kann ich. Ich hab auf jeden Fall. Fuck. Kann sein, dass du Aggro hast. Ja, ich hab zu schnell Aggro und dann war ich tot. Ach komm, ich belebe. Nein, nein! Warum? Warum startet man am Anfang? Ganz am Anfang? Och, das ist doch hirnrissig. Unglaublich. Warte mal. Unglaublich. Tja. Meine Freunde, das ist, also heute, der Heiler, diesmal, mit Auto jetzt. Haben wir eine der, ich sag mal, etwas unaufmerksameren Randoms dabei. Die sind nicht so ganz auf der Höhe, muss ich sagen.
Der eine pullt hier ein bisschen was. Nein, wir wollen nicht beide pullen, kommen leider. Der Magier, der da in die Gruppe blinzelt, das sind halt so Geschichten. Das letztes Mal, also die letzten vier Instanzen, den wir hier hatten, die letzten vier Folgen, also je nachdem, wann ihr das guckt, da waren wir nur quasi gildenintern und wir sind jetzt nur zu zweit und drei Randoms, das ist die absolute Hölle. Naja, es wird schon werden. Meine Seite. Ach Gott, was ist denn hier los, ey? Mr. Bull, ich warte, Mr. Bull. Ich kann ja hier reiten, gell? Da krieg ich bestimmt den Cape nicht, den ich eigentlich brauche. Also, Freunde, das ist Lord Sturmsang, der da vorne... Der nächste Boss, der ist da vorne in dem Raum drin. Die einzigen Fähigkeiten als CD... Irgendwann wird einer, also irgendwann spawnt der Kugel. Ja, eigentlich müsste ich ihn... Unglaublich. Eigentlich müssen wir jetzt schreiben, Next Pull und... Lass ihn sterben. Also. Ich hab die Akku schon. Beware. Also, hier kommen jetzt Kugeln. Diese Flächen. Jeder wird... Oh Gott, der rennt weg. Oh Mann. Jeder kriegt eine Kugel. An den Arsch geheftet quasi. Tank, DD, Heiler. Normal alle. Außer der übernommen wird. Das ist der hier. Der sollte, wenn er übernommen wird, die Kugeln einsammeln. Ja. Damit er... Also der musste so viele Kugeln einsammeln, dass er... So. Dass er automatisch wieder... Ja, rauskommt quasi. Wir können uns sterben lassen. Das ist ein Vibe. Oh Gott, das ist ein Chaos hier. Das ist unglaublich. Also. Einer wird übernommen. Wie eben no tactics. Das sagt der. Nee, ich schreib da nichts. Also. Der übernommen wird, muss die Kugeln einsammeln, wird dadurch automatisch rausgeholt. Und das ist alles. Weil wenn er nicht rausgeholt wird, solange er drin bleibt, wird er. Endgültig übernommen und dann ist er raus aus dem Kampf. Das ist die Grundfähigkeit, um die es hier geht. Das ist schon alles tatsächlich. So mehr oder weniger. Also, was war denn hier gerade los? Ich hatte gerade. Ja, keiner hat die Kugeln gemacht. Ja, aber warte, der sagt. Do you ever know tactic? Warte mal. Okay. Kein Bock mit den Englisch zu radeln, habe ich jetzt keinen. Mein Englisch ist nicht das allerbeste. Aber genau der sich gerade beschwert, ist übrigens der gerade verkackt hat. Also ich wollte es nur mal sagen. Ja. Weil ich stehe es nicht ein, da drauf zu hauen, wenn er doch die Möglichkeit hat, sich selber rauszuhauen. Und ich muss vor zwei Kugeln weglaufen, weißt du? Weißt du, der läuft weg, beschwert sich aber darüber, dass wir ihn nicht angegriffen haben. Wir müssen, rein theoretisch müssen wir ihn nicht angreifen. Hat jeder es gesehen, jetzt? Jetzt weiß er, was er machen muss. Ja. Aber das wirklich beherzigt, wir werden sehr fahren. Weil, wenn der Cast dann auf mich geht, dann macht er so ultra viel Schaden. Beware. Irgendwie müssen ja die Kugeln wegkommen, oder? Also, in 2 Sekunden kommt der nächste Übernommene. Hoffentlich einer, der es auf die Reihe bekommt. Schon wieder derselbe. Der soll jetzt verdammt nochmal die Kugeln einsammeln. Gucken, was passiert? Er kommt ganz von alleine raus. Oh, wer hätte das gedacht? Hey, dafür gibt's einen Applaus. Unglaublich. Eine Kugel ist zwar noch da, aber es sind immer mehr Kugeln. Das ist aber auch der Soft Enraging-Prinzip. Es kommen immer mehr Kugeln, als man einsammeln kann. Die anderen muss man entweder selbst nehmen oder. Ich wusste schon, dass keiner interrupten wird, deswegen habe ich schon mal in die Magic Shield gezogen. Also entweder man sammelt die mit einem Cooldown ein oder ja, man tötet ihn halt vorher. Weil der nächste kommt erst in 2 Sekunden und es ist wieder derselbe. Sammelt sie auch, sammelt sie auch. Sammelt so viele auf, wie der kann. Autsch.
Ja, er kann nicht alle aufsammeln. Ja, das kann er nicht machen. Das erwarte ich auch nicht. Das ist aber... Zumindest hat er schon mal verstanden, was er machen muss, glaube ich. So einigermaßen. Weil wenn ich nicht so ultra viel Schaden kriege, kann ich mich auch auf verschiedene Dinge konzentrieren. Das ist mies, das ist richtig mies. Beware. Aber dafür unterbricht halt auch einfach keiner mehr, gell? Naja, egal. Ich hab mal ein paar Kugeln gerade weggemacht, gell? Oh, fuck. Nein. Ah, das war keine Absicht. Ich hab Gottesschild gezogen und bin durch die Dinger durchgerannt, gell? Aber. Beware. Genau in dem Moment, als mein Gottesschild ausgelaufen ist, bin ich noch in eins rein. Das hat mich gestunt. 350, kam von. Alter. Hat es. Hallo, belebt mich mal einer wieder? Ah. Doch, so einfach kann der gehen, der Pass. Gar nicht mal so schwer. Wie war das mit 3,50? Naja, nicht ganz. Genau dieselben? Nee, genau dieselben. Brauchst du die? Ich hab 3,50. Ich hab 3,55 aus Meech Plus. Ja, es kann auch so einfach kann der Boss wirklich sein, Leute. Wenn man... Da, wo du mir was gehen könntest, habe ich schon 3,50 Grieß geschmissen. Es ist mal mit Randoms, ist es sehr, sehr anstrengend. Also, wenn ihr eine Gruppe macht, wenn ihr eine Gilde habt, die Instanzen macht oder Raids macht, geht unbedingt dort mit. Es ist so viel einfacher, besser. Man kann sich koordinieren, man kann sich unterhalten. Wenn man gerade so diese Sprachbarriere ist, oft. Was machst du denn? Du musst die pullen natürlich. Ich kann ihn nicht pullen, wenn der schon vorausschwimmt 20 Kilometer. Ich bin doch gerade erst angekommen. Wie soll ich das machen im Wasser? Du musst schneller, du musst der Erste sein natürlich. Ich im Dekal, gerade der Lahmarsch doch nicht. Nee. Der Typ hat zwar. Bomben! Oder vielleicht nicht gerade durch die Mobs durchschwimmen, ja. Ach ja. Ich mache Schaden. Aber der weiß eh nicht. Was richtig ist, der spielt Feuermage, der hat keine Ahnung, was er macht. Naja, es macht dir, wenn es mir am meisten Spaß macht. Bitte sehr. Ich bin der Letzte, der sagt, dass irgendjemand irgendein Speck nicht spielen kann, weil der scheiße ist oder so. Ja, ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber. Ich meine, wenn der und der mehr Schaden macht, gut, aber wenn er den nicht spielen will. Hier muss gekickt werden. Boah. Ich kann nicht mehr, ich bin ja an dem anderen dort dran. Warum kriege ich so viel Schaden, Mann? Das ist das Ad. Du musst das Ad kiten auch. Wenn du willst, dass es dich. Wenn du keinen Schaden haben willst, musst du es kiten. Das musst du auch vor allem in der Zwischenphase machen, weil da wird es jetzt richtig interessant. Ja, da bin ich mal gespannt. Im heroischen Modus hat es nicht so viel Schaden gemacht. Das macht im mythischen schon gut Schaden. Das darf dich vorzugsweise nicht erwischen, es sei denn, du hast wirklich einen großen Cooldown oder so. Dann bin ich mal gespannt, ob der Heiler weiß, was er zu tun hat. Also, ich meine, Paladin-Heiler hat Richturteil. Den Kreuzfahrerstoß und noch irgendwas. Bin mir nicht sicher. Ich hoffe, die wissen, was zu tun ist. Ich mute mich mal ganz kurz. Also, Bosskampf. Im Prinzip zwei Phasen. Phase 1 ist jetzt hier die obere Welt quasi. Wo man einfach den Tentakeln hier ausweichen muss und dem großen Yawning Gate. Das macht zwar Schaden hier, aber das Hauptsache ist, dass man da drin gesilenced wird. So, jetzt fängt auch schon Phase 2 an, die wechseln immer her. Man wird hier in diese Ebene gesetzt, sag ich mal, und kämpft hier gegen diese zwei Ads. Also die DDs sind in einer und der Tank und Heiler sind in einer separaten quasi. Und die müssen hier immer dieses Ding unterbrechen. Das weiß ich, das werde ich jetzt nicht unterbrechen können, ne. Schaffen die das? Puh, das war knapp. Ich habe es aber nicht mehr unterbrochen. Also, die DDs müssen diese zwei Dinge hier unterbrechen. Sonst heilen die sich selbst wieder hoch. Gegen der Annahme, dass sie sich gegenseitig hochheilen, heilen die nur sich selbst hoch. Und ja, die müssen einfach gekickt werden und getötet werden. Die machen sonst nichts. Der Tank ist mit dem Heiler hier unten bei diesem Ad. Und das muss gekitet werden, damit der Heiler es töten kann im Prinzip. Also, der Tank kann natürlich auch drauf fahren, nur es macht extrem Schaden. Dieses Ad. Extrem Melee-Schaden.
Das war Phase 2 und der Wechsel wieder in Phase 1. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier jetzt Ads da sind. Die müssen getötet werden, bevor die den Boss erreichen, denn sonst explodieren sie. Und die sollten vorzugsweise auch nicht direkt hintereinander getötet werden. So wie wir es gerade gemacht haben, war es ganz, ganz knapp. Allerdings könnte man sich zwischendrin ein bisschen Zeit lassen, weil wenn die sterben, explodieren die auch. So, das ist Phase 1. Das ist hier ein bisschen blöd gerade abgelegt, tatsächlich. Aber, naja, eine unten Phase werden wir auf jeden Fall noch bekommen, mit Sicherheit. Eine Phase 2, also es wechselt im Moment, ja. Und das ist der ganze Kampf. Also, ich bin wieder zurück. Was ist hier los? Ja, funktioniert nicht. Was meinst du, funktioniert nicht? Ich bin ein bisschen scheiße gezogen am Ende, aber der weiß nicht, was mit dem S zu machen ist. Ich krieg hier voll auf den Sack. Hm. Ich nochmal, dass ich 30% weniger Schaden krieg, nochmal einen großen Cooldown. Ich dresch auf den selber ein. Gerade im Moment. Ja, der Heiler war hier offensichtlich noch nicht, oder war nur mit Leuten hier, die keine Ahnung haben, wie man den Boss spielt, würde ich sagen. Weil ich krieg hier Derbs auf die Fresse mit dem. Ah ja, wir sind ja schon da. Ich würde hier rüber. Sonst steht man in der Scheiße. Oh Scheiße. Ganz genau das passiert. Mein Gottesschild an, komm mal rüber. Jetzt müssen wir innerhalb der nächsten 45 Sekunden töten, sonst haben wir noch eine Zwischenphase. Und das, ich glaube, das können wir an den Nagel hängen. Okay, die Ads kommen von dahin, wir müssen ihn jetzt umbösen, sonst ist es vorbei. Ein Ad, nee, das ist kein Ad, das ist ein A. Seht ihr weiter hier weg, oben? Oder? Ja, hier rüber. Hast du überhaupt die Flächen abgelegt? Ja, ich weiß, scheiße. Aber... Mensch. Im Endeffekt kommt halt einfach kein Schaden mehr rum. Boah, das war nackt. Das war nackt. Das war ein Sturm, es ist ekelhaft. 47 Minuten. Kinder. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in der nächsten Instanz. Bis dahin und tschüss.